Sensation durch Dirk Nowitzki. Ernstfall für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Der deutsche NBA-Star hat mit seinen Dallas Mavericks, dem Champion Golden State Warriors, eine krachende 35-Punkte-Niederlage zugefügt. Das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft am Abend in Amsterdam auf die Niederlande und startet in die EM-Qualifikation. Am Sonntag steigen zudem die letzten Weltcups der Saison für die Biathleten und Skispringer. Der EHC Red Bull München kann den Halbfinaleinzug in der DEL perfekt machen. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit! Das ist passiert in NBA. Nowitzkis Mavs vermöbeln den Meister. Die Dallas Mavericks haben überraschend gegen die Golden State Warriors gewonnen und dem Meister die deutlichste Heimniederlage unter Trainer Steve Kerr zugefügt. Dirk Nowitzki lief zu seiner Saisonbestleistung auf, auch Luka Doncic brillierte. Bei den Warriors wurde Steph Curry geschont. Zum Bericht, Tennis: Kerber verliert Drittrundenmatch gegen Miami. Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Miami an der Kanadierin Bianca Andreescu gescheitert. Kerber verlor gegen die 18-jährige Kanadierin in 3 Sätzen. Auch Alexander Zverev verlor sein Match. Zum Bericht, EM-Qualifikation: Italien und Spanien siegen. Spanien und Italien haben sich zum Start der EM-Qualifikation keine Blöße gegeben. Die hoch überlegenen Iberer setzten sich trotz einer Vielzahl werkgebender Chancen nur mit 2:1, 1:0 gegen Norwegen durch. Italien besiegte weitestgehend problemlos Finnland mit 2:0, 1:0. Zum Bericht Fußball: Brasilien enttäuscht gegen Panama. Rekordweltmeister Brasilien hat im ersten Testspiel des Jahres enttäuscht. Vor den Augen des verletzten Superstars Neymar kam die Seleção in Porto gegen den Außenseiter Panama nicht über ein Unentschieden hinaus. Zum Bericht Biathlon: Herrmann und Pfeiffer stürmen aufs Podest. Beim letzten Verfolgungswettbewerb der Weltcup-Saison erkämpfte sich Denise Herrmann einen starken zweiten Rang. Das Saisonfinale in Oslo entschied Anastasia Kuzmina beeindruckender Manier für sich. Zum Bericht: Bei den Männern gewann Dominator Johannes Thingnesbø. Arne Pfeiffer wurde starker Dritter. Zum Bericht Basketball: Team National gewinnt All-Star Game. Das Team National hat beim All-Star Game der Basketball-Bundesliga im 11. Duell mit dem Team International zum zweiten Mal die Oberhand behalten. In Trier setzte sich die Mannschaft um Topscorer Jormen Polas Bartolo von den Telekom Baskets Bonn mit 151:148, 142:142, 188:65 nach Verlängerung durch. Zum Bericht Handball: Flensburg hat Viertelfinale im Blick. Der deutsche Meister SG Flensburg Handewitt hat in der Champions League das Achtelfinal-Hinspiel beim weißrussischen Vertreter HC Meschko Brest gewonnen und schuf sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 31. März. Zum Bericht Handball: DHB-Frauen schlagen Norwegen. Die deutschen Handballerinnen haben das zweite Testspiel gegen die Niederlande binnen 24 Stunden dank einer phasenweise starken Vorstellung gewonnen. Einen Tag nach der Niederlage in Groningen gelang dem Team von Bundestrainer Henk Gröner in Oldenburg gegen den WM- und EM-Dritten die Revanche. Zum Bericht NHL: Grubauer gewinnt deutsches Duell. Philipp Grubauer hat das deutsche NHL-Duell mit Dominik Kahan gewonnen und ist den Playoffs ein Stück näher gekommen. Mit der Colorado Avalanche besiegte der Rosenheimer die Chicago Blackhawks mit dem Olympiasilbermedaillengewinner Kahan 4:2 und kletterte in der Western Conference auf den letzten Wildcard-Platz. Die Edmonton Oilers verloren trotz eines Assists von Leon Draisaitl.
Zum Bericht, das passiert heute Fußball, Deutschland startet in EM-Quali. Die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 beginnt für die deutsche Nationalmannschaft gleich mit der auf dem Papier schwierigsten Aufgabe. In Amsterdam trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw auf die Niederlande, Fußball, EM-Qualifikation, Niederlande, Deutschland ab 20.45 Uhr im Live-Ticker. Erst im vergangenen Oktober hatte die DFB-Auswahl in der niederländischen Hauptstadt im Rahmen der Nations League eine herbe 0:3-Niederlage kassiert. Fußball, Österreich im EM-Quali unter Druck. In der EM-Qualifikation geht es am Sonntag unter anderem für Vize-Weltmeister Kroatien, Belgien und Österreich mit dem 2-Spieltag weiter. Österreich braucht in Israel in Haifa nach der Auftaktniederlage gegen Polen dringend Punkte. Die Spiele der EM-Qualifikation im Live-Ticker, Skifliegen. Eisenbichler greift nach Sieg im Weltcup. Die deutschen Skispringer um Weltmeister Markus Eisenbichler hoffen beim abschließenden Weltcup auf der riesigen Letalnica im slowenischen Planica. Skifliegen, Einzelspringen in Planica ab 10 Uhr im Live-Ticker, auf ein Top-Ergebnis. Vor dem Einzelskifliegen, das zugleich der letzte Wettkampf unter dem scheidenden Bundestrainer Werner Schuster ist, liegt Eisenbichler im Kampf um die kleine Kristallkugel hauchdünn in Führung vor dem japanischen Gesamtweltcup-Sieger Ryuyo Kobayashi. Biathlon, Saisonabschluss. Mit den Massenstarts beim Saisonfinale in der norwegischen Hauptstadt Oslo müssen die Biathleten ihre letzten Kraftreserven mobilisieren. Die beiden Massenstarts beschließen eine lange Saison. Bei den Frauen, Biathlon, Massenstart der Frauen ab 13.45 Uhr im Live-Ticker ist neben Laura Dahlmeier vor allem Denise Herrmann einiges zuzutrauen. Eine Woche zuvor hatte sie über die 12,5 Kilometer WM Bronze gewonnen. Bei den Männern, Biathlon, Massenstart der Männer ab 16.30 Uhr im Live-Ticker besitzt Einzelweltmeister Arndt Peiffer sogar noch minimale Chancen auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel. Das müssen Sie sehen, der Check-2-4-Doppelpass. Was wäre der Sonntagmorgen ohne den Check-2-4-Doppelpass? Zu besprechen gibt es genug. Zum Beispiel die Situation bei der deutschen Nationalmannschaft vor dem Start in die EM-Qualifikation in den Niederlanden. Moderator Thomas Helmer wird darüber unter anderem mit Christoph Daum, Ex-Trainer von Stuttgart, Köln und Leverkusen, und Wolfgang Holzhäuser, früherer Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen, diskutieren. Check-2-4-Doppelpass ab 11 Uhr live im TV auf Sport 1, Fußballsonntag, Regionalliga und Frauenbundesliga live Fußballsat bei Sport 1. Zuerst steht die Regionalliga Südwest auf dem Programm. Dort will Aufsteiger FC Homburg beim FSV Frankfurt ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Regionalliga Südwest, FSV Frankfurt, FC Homburg am Sonntag ab 12.55 Uhr live im TV und im Stream auf Sport 1. Mit einem Sieg verteidigen die Saarländer den zweiten Tabellenplatz. Im Anschluss gerät der spannende Titelkampf in der Allianz Frauen-Bundesliga in den Blickpunkt. Für die punktgleich mit Wolfsburg an der Spitze stehenden Frauen des FC Bayern München ist ein Sieg beim sechstplatzierten 1. FC Frankfurt Pflicht. Allianz Frauen Bundesliga 1. FFC Frankfurt, FC Bayern München am Sonntag ab 14.55 Uhr live im TV und im Stream auf Sport 1. Dell Playoffs. EHC Red Bull München, Eisbären Berlin. Titelverteidiger EHC Red Bull München geht mit einer 3:1 Führung in Spiel 5 der Viertelfinalserie gegen die Eisbären Berlin. Mit einem Heimsieg steht München im Halbfinale, doch die Eisbären wollen die Serie noch einmal zurück in die Hauptstadt holen. EHC Red Bull München, Eisbären Berlin ab 17 Uhr live im TV auf Sport 1. Bundesliga aktuell. Bundesliga aktuell präsentiert ab 19.15 Uhr IVE im TV auf Sport 1 die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.
Das Videoschmankerl, sein Comeback für Argentinien, hatte sich Lionel Messi wohl anders vorgestellt. Das Testspiel gegen Venezuela endet bitter für den Superstar, unter anderem mit einem kuriosen Elfmeter.